Musti Acht hier und heute. Wir haben ja sehr viele Experimente auf diesem Kanal gemacht, aber ich wollte schon immer eins machen. Und zwar kennt ihr es ja, wenn ihr jemanden eine sehr lange Sprachmemo schickt. Und ich wollte mal gucken. Wer ruft mich an? Ich wollte mal gucken, wie lange kann man eigentlich eine Sprachmemo mit einem iPhone 4S machen. Da das iPhone 4S gerade nicht so gut ist, wollte ich einfach mal wissen, ob man damit wirklich über eine Stunde Sprachmemos machen kann. Und ja, da ist schon so einiges passiert. Ich will nicht spoilern, egal, seht einfach selbst. Es ist auch klar, dass ich jetzt nicht eine Stunde meine Hand so auf das Handy halte. Deswegen habe ich einfach versucht, auf diesen Button oder auf dieses Sprachmemo-Teil einfach Brot zu legen. Keine Ahnung wieso. Und dann hat etwas Schwieriges drauf. Eigentlich hat das erstmal geklappt, aber ja, seht einfach selbst. So, die ersten 10 Minuten sind vergangen, ging eigentlich voll schnell. Ja, ich war schön am PC, hab dann einfach zugeguckt. Ist aber bei der 20. Minute, also 20 Minuten und 24 Sekunden, abgekackt einfach. Einfach komplett, Brot ist irgendwie, keine Ahnung, was mit Brot los war. Auf jeden Fall, es hat nicht weitergemacht. Ich dachte erstmal, es liegt an dem Handy und ich dachte, ja, es geht nicht mehr als 20 Minuten. Aber dann habe ich gemerkt, dass das Brot unten richtig hart geworden ist. Ich weiß nicht, von wo das kommt. Ich glaube, dieses schwierige Teil hat das zu hart gepresst oder so. Auf jeden Fall ist es unten richtig, richtig hart geworden. Also dachte ich mir, ich nehme einfach ein neues Brot. Und zwar Toastbrot, weil Toastbrot ist weich und keine Ahnung. So, dann habe ich das halt mit dem Toastbrot ausgetestet. Und da sind erstmal wieder die 20 Minuten vergangen. So ersten 20 Minuten dachte ich mir, okay. Ja, auf einmal wurden es 30 Minuten. Also wir kommen immer der Sache näher und näher. Aber es ist einfach genau bei 48 abgebrochen. Ohne Scheiß, genau 48 Minuten und 48 Sekunden. Frag mich nicht wie. Ich hab's dann diesmal versucht, etwas besser zu machen und ja, bin dann aus dem Raum gegangen. Als ich dann später gekommen bin, habe ich erst gesehen, dass es nur 5 Minuten aufgenommen hat und danach, keine Ahnung, da ist irgendwas passiert, irgendwie Toastbrot ist runter hoch gegangen, keine Ahnung, auf jeden Fall waren da 3 neue Sprachnachrichten, die ich eigentlich gar nicht so machen wollte. Und dann, da dachte ich mir wirklich, okay, das ist das letzte Mal. Ich habe einfach versucht wieder zu machen und diesmal sind 30 Minuten vergangen. 30 Minuten sind vergangen. Und als ich dann auf mein Handy geguckt habe, habe ich realisiert, what the fuck, wir sind bei 50. Minute. Und Leute, ich hatte die ganze Zeit so Angst, die ganze Zeit. Weil Aiko die ganze Zeit gesagt hat, ja, ich werde dich anrufen extra, damit es abbricht. Und ich hatte Angst, dass er das jetzt wirklich durchzieht, aber hat er dann am Ende doch nicht gemacht. Ich dachte mir jetzt irgendwie, es wird bei einer Stunde einfach abstürzen oder sonstiges wird passieren. Und auf einmal waren wir einfach bei einer Stunde. Oh mein Gott. Eine Stunde! Was? Was? Ey! Glitch! Seht ihr das gerade? Es geht nicht weiter! Frag mich nicht, was da stand. Ich hatte keine Ahnung, was da stand. Auf jeden Fall. Es ist einfach so stehen geblieben. Da stand, glaube ich, 1-0. Egal, ihr seht das gerade. Auf jeden Fall stand diese Zahl dort und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, ob die Sprachmemo jetzt zu Ende war oder nicht, weil die Zahl hat sich einfach nicht mehr bewegt. Also dachte ich mir, ich mach's einfach, ja, ich nehm's einfach runter, das ganze Brot und keine Ahnung. Und ja, ich sollte das lieber nicht tun. Vielleicht könnten wir sogar 2 Stunden schaffen, weil da stand bei der Sprachmemo nur noch 1 Stunde und 3 Minuten oder sowas. Voll dumm, dass ich so ein Experiment nehme, weil ich habe bis jetzt voll viele Experimente gemacht, aber die sind alle schief gegangen, wie ihr wisst. Und bei diesem Experiment kann ja einfach gar nichts schief gehen, weil es kommt mehr auf die Zeit an. Aber ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt wirklich ein paar Leute gemacht haben oder nicht, weil ich habe auf YouTube gesucht, ob das irgendjemand gemacht hat, aber irgendwie keiner hat es gemacht. Ich war der Erste. Viele werden sich jetzt denken, ja, das geht sowieso, bist du behindert oder so. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass es mit einem iPhone 4S geht. Hier könnt ihr es nochmal sehen, mein Chat mit iCode. Da steht einfach genau 1 Stunde. Dann haben wir halt hier da unten diese Sprachmemos. Ja, da haben wir ein bisschen diskutiert und er musste zuhören, wie ich ausgerastet bin, weil ich hätte echt nicht gedacht, dass es klappt. Keine Ahnung. Aiko, du bist im Video. Ja, Walla, du bist im Video. So, jetzt warten wir erstmal auf die Antwort von Aiko. Keine Ahnung, wieso ich das gerade mache, aber langweilig, ne? 100% fragt jetzt, was für ein Video. 100%ig, er will fragen, was für ein Video. Er hört sich die Sprachmemo an und geht einfach off. Du Missgeburt, ich sag, du bist im Video und du gehst einfach off.
Merke ich mir. Aber ja, Leute, ihr habt's gesehen, es klappt wirklich. Ich hab's irgendwie gemacht, keine Ahnung, mit einem iPhone 4S. Wollt ihr mal, dass ich das mit einem iPhone 6 oder so versuche? Halt, ja, keine Ahnung, 2 Stunden, 3 Stunden, 24 Stunden. Das wäre Schakuzel. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. Wieso verspreche ich mich immer bei diesem Wort Mustifizierte? So, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Abonnieren! Wieso mach ich bei Abonnieren so? So, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen. So, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, um ein Mustifizierter zu sein. Und das war richtig. Ciao!